Hier ist wieder der Plane Braune mit einer neuen Let's Play Folge, heute mit dem 2010er Opel Insignia AOPC. Ah, zum Glück habe ich das Handy diesmal nochmal hier. Und sonst heute wieder ein Opel Video. Ich mache mal heute mal eine ganz schnelle Sache, weil den Opel Insignia AOPC gab es als Kombi und als Limousine. Was waren seine Gegner? Es war der Audi S4 und der BMW 335i. Das sind seine eigentlichen Konkurrenten. Was haben wir denn unter der Haube? Einen V6 Motor mit 325 PS, Turbo aufgeladen und Allradantrieb. Allrad. Ein Wagen mit Allradantrieb. Und der Wagen ist eigentlich ab Werk bis 250, ab 250 km abgeregelt. Opel hat aber ein Paket angeboten, wo der Wagen, wo die Geschwindigkeitsbegrenzung komplett aufgehoben wird. Und dann rennt dieser Opel keine 250, sondern 270. Und ich muss sogar Respekt sagen zu Opel. Respekt, dass ihr so ein richtiges Dampfmonster mal gebaut habt, weil der Opel macht richtig Spaß, wie die alten Omega Modelle wie und Opel Vectra. Der Vectra hatte ja auch V6. Aber ich schaue jetzt mal auf Wikipedia extra schnell. Ja, auch einige Sachen auch gehabt. Auch eine größere Bremsanlage gab es ja auch. Aber hier gab es ja deutlich mehr zu wissen. Aber ich gucke jetzt mal nach alten Tests, weil 325 PS, der Opel war der einzigste Wagen, also ich muss schon sagen, also ich habe sogar an einem Standard-Signia, das muss ich sagen, von der Qualitätsverarbeitung. Sind die Fahrzeuge richtig gut. Mich würde aber jetzt interessieren, ja, aber ja. Okay, aber jetzt das interessieren würde, was für eine Bremsanlage, ob die von Brembo wäre oder nicht. Also, wer Ahnung hat zu dem Wagen hier, der soll mal einschreiben. Weil ich gucke auf und finde jetzt gerade kurz nichts, aber wer Ahnung hat, der kann es reinschreiben zu den einigen Kommentare reinschreiben. Ich wäre glücklich. Und ich wäre sehr glücklich, ja. Information den Wagen hat, weil ich kannte den auch, fand den auch richtig cool. Ich wusste auch, dass er eine Brembo-Bremsanlage hat, aber das bin ich ganz sicher, weil die wirklich drin hatte oder als extra. Also wer Ahnung hat, der soll mal einen Kommentar schreiben, ob er so eine Brembo-Bremsanlage hat oder nicht, weil ich finde, wo ich sehr sicher bin, die Geschwindigkeitsbegrenzung war, stand überall, die konnte man aufheben, aber wer nicht. So. Machen wir schon mal erstmal auf die Rundenzeit gucken, das habe ich das letzte Mal nicht getan. Eine 2 Minuten 32,8 haben wir erreicht. Das ist schon richtig schnell. Das habe ich schon auf M3 Niveau. Ja, vom Vorgänger M3, den ich hier gefahren habe. Von BMW. Also den letzten richtigen, den letzten eigentlichen M3 Coupé, bevor er M4. Aber wie fuhr das sich? Also der Opel Insignia OPC. Der fuhr sich richtig. Gut, er fuhr sich sportlich. Ich konnte richtig in Kurven legen, er fuhr sich, er bremst. Bei der Bremse war ein bisschen schwach, aber ich hätte eine bessere Bremse gewünscht. Mir eine bessere Bremsleistung gewünscht. Aber der Bremse war nicht so gut, der Wagen. Also auf der Bremse, da fehlte einiges, aber so viel ich wieder sehe, sind wir wieder auf einer schlechteren Reifenmischung unterwegs. Wir sind ja auch mit dem Internet verbunden, okay. Wir sind
nicht mit der besten Rahmenmischung unterwegs. Ich habe das Gefühl überhaupt nicht. Ja, gut. Dann ist es halt so, dass wir nicht auf die bessere Rahmenmischung gefahren sind. Aber zurück zu dem PS. Wir haben ja 325 PS. Und jetzt ist meine Frage: Haben Sie das bei Playground Games? Wir sind in der Super Saloon, ist er. Das auch ernst genommen? Jetzt habe ich eine kleine Frage. Ich drücke jetzt auf die J-Taste und ich sehe ja, ich kann ja hier die Abzeichen durchblättern. Jetzt drücke ich auf die L-Taste und es geht genauso. Kann mir das jemand mal erklären? Das wäre ich auch dankbar. Aber jetzt zur Motorleistung. Wir haben 435 Newtonmeter an Drehmoment. Und das ist schon was. Ordentlich viel Drehmoment haben wir. Dann kannst du mal gegenchecken. Zumindest auf Wikipedia. Hier sind Ausstandsbesonderheiten. Und steht da auch. Ja, toll. Wir haben aber leider wieder nichts von der Bremsanlage. Hier wird wieder vom Flex-Ride-Fahrwerk gesprochen. Also 239 kW hat der Original. Wir haben 1 kW mehr. Ich sag mal nicht so. Wir haben 435 Newtonmeter. Aber ich gucke jetzt hier. Ecoflex. Da haben wir doch. Also Drehmoment passt. Wir haben 1 kW mehr. Wir haben ein ganzes kW mehr. Wie geil ist das? Also die Ausstattung für die Aufhängung der Begrenzung nennt sich OPC Unlimited. Da habe ich zumindest einen Namen, aber. Und 1,76 Kilo. Jetzt habe ich doch was von der Bremsanlage was gesehen. Doch, wir haben eine Brembo-Bremsanlage, also braucht ihr nicht. Aber ihr könnt zusätzliche Informationen noch dazu schreiben, was es noch Details-Highlights noch gegeben hat, weil ich kann ja auch nicht alle. Oder was die Besonderheiten an dem Allradantrieb in der OPC-Version sind, ob es da Besonderheiten gibt vom Allradsystem in der OPC, weil den gab es ja auch nicht OPC-Modell, also nur mit 260 PS. Was da hier Besonderheiten gibt bei dem OPC-Wagen, außer dass er hier mehr Leistung hat. Ich muss hier was kann. Muss hier was sauber machen. Ja, die Maus. Die habe ich seit Jahren benutzt. Na, jetzt geht's doch. Fahren wir jetzt erstmal den Kolossus. Aber Vorteil. In der Super Saloon ist der meiste Heckantrieb. Wir haben sogar einen mit Frontantrieb, den Blizzard Zebra, den ich sehr gerne mag. Der fährt sich am besten von den Super Saloon. Und wieso? Man kann den mit dem KTR-Motor ausstatten. Da wird er sich für mich am besten. Was ist? Die drei Avatare, also die sollen ja eigentlich Abbilder sein von den Originalspielern. Also von den Originalspielern, die man da hat. Das heißt, die sind, KI-Abbilder von den eigenen, von echten Spielern. Und da scheint es ein bisschen. Da scheinen sich nur einige Leute sich dran zu halten an die Verkehrsregeln und dann wieder nicht. Und da gibt es solche Vollhonks, da plötzlich die drei Avatare alles wegrammen und das sind nur die Vollhonks oder den echten Spielern. Ja, ich bin auch nur manchmal so ein Vollhonk. Aber ganz ehrlich gesagt, dann hätte ich jetzt, ja, das Problem ist mit den Vollhorns, man muss vielleicht auch zum Vollhorn werden und muss sich auch durchrennen. Da wird es fast kein sauberes Rennen, sondern Demolition Derby, was es eigentlich nicht sein soll, genauso wie im Motorsport. Weil im Motorsport ist es auch eigentlich auch fast Demolition Derby geworden, weil du rammst dich ja auch durch die Dings, aber. Aber jetzt zurück zum Thema, hier zum Opel.
dieser der Kolossus. Ich hoffe, dass ich nicht wie bei der letzten Folge am Ende wieder das gar mit Wackelkontakt habe und dann wieder kein Sound habe. Das war mir. Dann ist die ganze Aufnahme abgestürzt, aber ich habe hier noch vorab, ich werde mich verabschieden. Aber was ich jetzt noch am Ende nachholen werde, wir gucken jetzt den hier im Corsa-Vista an und den Corner im Corsa-Vista. Den Corsa D, wenn ich den richtig hatte. Also, Unlimited hieß das Paket bei Opel, OPC Unlimited, da landet er bis in den Drehzahlbegrenzer von 270 km/h. Ich weiß nicht, ob das da ein Drehzahlbegrenzer war. Aber da waren wir schon richtig cool. Das Problem war, wir haben den nicht in Blau. Das ist ja für mich ein kleines Kuriosum, weil ich kenn den Wagen auch in Blau. OPC Blau. Wir haben das OPC Blau nicht im Spiel für den Wagen hier im Spiel. Das ist für mich richtig, richtig schade, weil ich habe diesen OPC Blau gesehen. Und das kann mich irren. Gab es diesen Insignia A? Also ganz speziell der Insignia A. Hat hier als OPC OPC? Könnt ihr ja bitte mal nachschauen. Ich habe jetzt nicht die Zahl gehabt. Ich wollte nicht die Farben letztlich orientieren, weil den Corsa und den Astra, den gibt es in diesem OPC Blau, aber den Insignia habe ich auch gesehen, gibt es die auch in Insignia Blau? Gibt es die überhaupt im Leben? Also ich habe Insignias gesehen in diesem Blauton, aber gibt es die Farbe wirklich bei Opel so? Gab es die wirklich bei der Insignia A so zu bestellen? Dieses Insignia, das OPC Blau, dieses Modell. Ich habe im Spiel kein Blau. Haben sie bei Playground Games was? Da hat wohl jemand Alzheimer gehabt bei Playground Games. So. Jetzt wieder hier. Da war so Teststrecken oder war. Also die Bremse könnte ein bisschen bissiger sein, aber konnte eigentlich nichts Negatives und richtig sagen. Könnte ein bisschen besser noch aufnehmen. Er hat aber eher über die Vorderachse gerutscht. Er ging deutlich über die Vorderachse und das war. Ja. Sechsganggetriebe. Da ist wieder der sechste Gang. Vermute ich mal, original bei Opel. Auch wieder so ein Spritspargang. Also Sechsgang wieder Spritspargang. Wie gesagt. Ja, jetzt fahre ich wieder. Eine ganz merkwürdige Fahrlinie. Eine völlig merkwürdige Linie, die A für jeden kann jetzt eben keinen Sinn ergibt und ich fahre wieder zu schnell, wie immer. Jetzt gebe ich Gas. Aber trotzdem, ihr könnt ja einwerfen, was in den Kommentaren schreiben. Und wenn euch das Video auch gefällt, ein Däumchen hoch oder den Kanal abonnieren. Ich kann hier auch einen Däumchen nach unten machen, ich schwinge ja keinen für nach oben, aber auch dürft, was ihr wollt, nach eurer Meinung, das Däumchen setzen oder nach unten. Nun wäre ich viel glücklicher. Dass ich weiß, unten könnt ihr ja sowieso mal. Ich könnte ja auch Verbesserungsvorschläge auch machen, wenn ich hier verbessern kann. Zum Beispiel, dass ich mal vorbereitet in ein Video hier. Rausbringen, wo ich mal vorbereitet bin. Ich muss schon mal gleich alle raushaue. Und dann nicht so vereinzelt tröpfchenweise ein ganz Video, ja, Information raushaue. Das würden wahrscheinlich einige heute unternehmen. Ja, gut, du kannst uns Informationen vollklatschen, aber dann brauchen wir auch bei Edition noch mal ein bisschen Hand-Action. Und ganz nebenbei die Informationen rein raushauen. Oder ich könnte mal die ganz im Moment an raushauen, aber dann kommen wir nicht zur Rennaction. Und du könntest auch mal ein Taschentuch benutzen und nicht andauernd gegen das Mikro hauen von deinem Headset. Ja. Könnte ich auch. Also könnt ihr Vorschläge auch machen, wie ich meine Videos verbessern kann. Ich würde es versuchen, ob es umsetzbar ist, weil mein Ziel ist, so einfach wie möglich, weil ich mache das hier immer so, ich mache das eigentlich
so, das macht auch ein bisschen Spaß, aber es soll ja euch auch noch Spaß machen. Aber ich war mal 10, es darf nicht von den Kosten her nicht hier quasi eine Kostenexplosion geben. Also, dass ich hier das mache, als müsste ich es hier hauptberuflich machen. Es soll es von den Kosten her in einem redlichen Rahmen machen. Das war es ohne Hand. Ohne Hand, und zwar mit Gedanken. Ja, zwar mit Gedanken. Gedankengesteuertes Lenken. Entschuldigung. Das werdet ihr aber eher öfters mal mitbekommen, weil ich habe eine Hausstauballerei und naja. Den Hausstaub kann man leider nicht so einfach abschalten. Ich muss ja wieder mein PC rein. Nutzt den nur im PC seit fast ganz über einem Monat und er ist schon verstaubt. Gut, von außen nicht, aber die Lüftungsgitter. Ich habe mir quasi ein Gehäuse gekauft mit Staubfilter und es muss schon sagen, die bringen doch einiges, die bringen eine ganze Menge Erleichterung. Dachte ich bislang nicht. Die Staubfilter wären für mich, ja, die bringen schon eine Erleichterung. Sonst ist mein Computer komplett, also Dane war immer von innen komplett eingestaubt. Ich konnte alle 3 Monate immer Staubsauger raus und den Computer von außen und von innen absaugen. Komplett. Nach 3 Monaten sah er wieder so aus. Das kann man sagen. Das sieht jetzt nicht so aus, als müsste ich ihn von innen aussagen, sondern von außen. Das ist wirklich eine Erleichterung, aber der Winter wird deutlich heißer. Wenn ich jetzt hier kurz, könnte es wahrscheinlich ja nicht sehen, wenn ich kurz auf meine Temperatur gucke. Ja, aber wenn du rechts guckst, ich habe schon die letzten Folgen immer 60 Bilder pro Sekunde hier gehabt im Spiel und jetzt seht ihr bestimmt, wie jetzt der Plan von hat plötzlich 80 Bilder pro Sekunde, hat er jetzt geschult? Nee, ich habe die Begrenzung aufgeholt. Wobei bei 80 Bilder pro Sekunde, dann bei 60 Bilder pro Sekunde hat meine Grafikkarte bei 70 oder mal bei 8. Also sie war nie so richtig ausgelastet. Nee, da hat sie immer dann gedümpelt. Und die dümpelt jetzt, ja, ich habe jetzt die Begrenzung auf 120 Bilder pro Sekunde gesetzt. Da dümpelt sie leider nicht herum. Deutlich höher gesetzt und noch mehr Bilder pro Sekunde rausgeholt und die doppelt jetzt bei 90%, die Grafikkarte ist jetzt gut ausgelastet bei Full HD. Jetzt fahre ich hier total Schlangenlinien wie eine gesenkte, ja, Dings. Ja, ich wollte es nur wörtlich. Ihr habt jetzt dann nur die Teststrecke gesehen, dann hat 2 Rennen, dann dadurch bin ich ja früher wieder fertig, aber es gibt ja die 2 Autos, die ich hier noch im Porta Vista Modus noch vorstellen muss. Ich muss ja noch ins Handeln, weil da ist ja die Aufnahme noch schief gegangen. Ja. Ich hätte es dann ohne Ingame Sound gemacht, aber. Naja, hauptsache, er hat ja nur noch meine Stimme, ich hätte wahrscheinlich. Ich hätte mal versucht, mal den Ingame Sound danach zu machen. Hätte ich schon gemacht. Irgendwelche Geräusche weggemacht, als Mensch. Wäre lustig, aber wäre nicht so schön. Ja. Und bin wieder das. Also in der Winterseason und aller anderen hier passt einfach alles. Also in der Winterseason hat man mit dem OG. Hast du Vorteile, auch wenn wir den hier als Vauxhall VXR haben. VXR. Ja, jetzt guck mal auf die Temperatur. Mein Prozessor ist 87 Grad warm. Ja, ziemlich heiß. Ich habe einen Top-Down-Kühler. Top-Lower-Kühler oder Top-Down-Kühler, wie die auch immer heißen. Einsatz, weil so Turm-Kühler hatte ich auch. Einen Tower-Kühler hatte ich auch im alten. Der Prozess auch wesentlich kühler. Ich habe ein größeres Gehäuse genommen. Ich könnte auch einen Tower-Kühler nehmen, aber ich habe mich dagegen entschieden, mal einen Top
glaube ich, Wien und Mami doch angenehmer als die Freiheit. So, das ist das, der V6 Turbomotor. Da sehen wir den Turbolader. Der Turbo, der mir Spaß macht. Aber ich muss ja sagen, ich bin von Fan von V6 Motoren, weil was Besseres als V6 gibt es nicht in Opel, weil die finde ich immer cool, die V6 Motoren. Auch wenn bei Opel sogar V8 Motoren gab, da war ich erstaunt. V8 Motoren. Und nun. Aber ich guck mal kurz in den Tuningsmöglichkeiten. Den hatte ich sogar getuned gehabt. Da habe ich mir das Tuning gespeichert. Ich habe sogar lustigerweise auf öffentlich, auch wenn es nicht perfekt getuned. Und ich guck mal, was wir für Motoren haben. Ein 6,2 Liter V8. Kann man machen. Bei einem Opel kann man es richtig machen, weil es gab früher, glaube ich, auch V8 Motoren bei Opel. Also kann man mal machen. Und ein Turbo Rally. Also jetzt sind sie hier bei Playground Games völlig abgehoben, weil ein Turbo Rally in Wasser ist ja richtig besser sein. Als vom Start ja besser, aber vom Anzug und Durchzug, nee. Also nur vom Gewicht wird der Vorteil verungefähnt hin. Eine Reminiszenz vom Opel Omega Baum. Und da gab es eine kleine Besonderheit. Ich will euch. Nee. Ja, jetzt. Muss mal so. Ja, wir können hier auch Lichter dran machen. Also wie Cups versus Riser oder Safety Car fahren. Und jetzt, bevor ich doch hier gleich mich verabschiede, schauen wir uns den Corsa nochmal an, weil so weit kam ich auch nicht mehr. Durch meinen Versuch, doch den In-Game-Sound wieder reinzukriegen, habe ich das Tuning vom Corsa wieder drauf gemacht. Jetzt hatte ich wieder 120 Bilder in der Sekunde. Also, gut, jetzt hatte eine Person auch jetzt einen indirekten Auftritt bei mir. Und das ist der Moto. Nichts viel Besonderes, sieht ja auch genauso aus wie im anderen Corsa, im modernen OPC. Sonst, naja, sonst ist er richtig. Also ich hätte jetzt eine kleine Verbesserungsvorschlag bei Playground Games. Wenn man jetzt Gewichtserleichterung machen würde und man schreibt ja, man schmeißt ja deutlich mehr raus. Man schmeißt ja eigentlich auch nur die Sitzbank raus. Man könnte auch hier grafisch das sogar darstellen, dass man auch hier mal die, also auch im Forza Vista Modus, die Rücksitzbank auch hier komplett raus machen würde. Aber die haben es hier keine Lust gehabt, so hin zu programmieren, dass die Rücksitzbank wirklich komplett entfernt wird. Also sogar die Jugendanlage müsste eigentlich weg. Um ganz ehrlich zu sein. Gut. Ist ja hier Playground Games. Die müssen ja hier nicht so sehr an die Realität hier sich so sehr ansetzen. Sonst, ja, sieht auch der Corsa wie den Ding beide richtig geil aus. Finde ich richtig cool, die OPC-Modelle. Auch wenn wir die engen Vauxhall-Modelle haben. Aber die Vauxhall-Modelle haben immer sowas. Wenn wir jetzt die Augen zumachen. Ich versuche mal, ja. Dieses V in der Mitte, wir haben immer das Opel-Blitz. Also das V. Das, dieses V. Das hat es auch trotzdem in. Hat was. Es bringt so ein kleines Designstück, das schon was. Hat was. Und jetzt, ab hier beende ich. Bis zur nächsten Let's Play-Folge. Ich sag heute wieder nichts. Und eine kleine Info. Die letzte Woche habe ich ja fast sehr oft diese Woche Folgen rausgemacht, diese Woche auch. Und das wird die letzte Woche sein, wo ich wieder mehrere Folgen mache. Und nächste Woche ist wieder alles normal. Heißt quasi, ab nächste Woche gibt es nur noch von Samstag und Sonntag nun Let's Play Folgen von mir und mehr nicht. Also, bis zur nächsten Let's Play Folge, also am Freitag, wahrscheinlich auch im Livestream zum Forsaton auf Twitch. Auch unter Plan Braun. Aber mit dem Gamertag könnt ihr einfach suchen bei Twitch, versuchen, mein Gamertag da einfach einzugeben in der Suche. Sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss.